Moin Leute, mein Name ist Houston und willkommen zurück zu einem neuen Video mit Helldivers 2. Heute wieder ein kurzer Bericht über die neue Major Order. Die Feiertage sind ja jetzt vorbei und der Krieg muss weitergehen, ne? Wir wissen es. Und ja, die nächste Major Order, die sieht nach Arbeit aus. Viel Arbeit. Ich lese erstmal vor, was wir hier bekommen haben. Es haben sich mehrere strategische Prioritäten ergeben, alle von hoher Priorität. Durch die Entschlüsselung vertraulicher Daten, die aus Roboterstützpunkten geborgen wurden, wurde eine Hochsicherheitsdatenbank identifiziert, die vermutlich wichtige Informationen über die Jetbrigade enthält. Das Erlangen der Datenbank könnte dabei helfen, die Position des zentralen Produktionsplaneten der Jetbrigade zu spezifizieren. Gleichzeitig haben jüngste Terminidenaktivitäten das Terminidenforschungsreservoir einer Störungsgefahr von außen ausgesetzt. Diese Verletzung der Sicherheitsmaßnahmen muss sofort behoben werden. Schließlich haben wir Grund zu der Annahme, dass die Roboter eine bevorstehende territoriale Expansion planen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Roboter ihr Herrschaftsgebiet weiter ausdehnen. Die Helldivers erhalten den Befehl, alle drei Ziele erfolgreich zu erfüllen. Und in Kurzfassung sieht das Ganze dann jetzt so aus: Befreie Martha Bay, ist bei den Robotern unter Kontrolle, halte Gecrooks bei Ablauf des Befehls, halte Pendion 24 bei Ablauf des Befehls, ist beides unter Terminidenkontrolle aktuell, verteidige dich gegen 5 Angriffe durch die Roboter. Ja, das ist viel, ne? Also erstmal Martha Bay, haben wir hier drüben. Ja. 0,03%. Also wir haben für das ganze 6 Tage insgesamt Zeit, jetzt noch 5 Tage, 22 Stunden. Martha Bay wird ein bisschen dauern. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu den Terminiden. Ja, Pendion 4 ist hier. 24 meine ich so. Und Gearcrux ist noch mal weiter weg. Und wir haben nichts, von wo aus wir da direkt hin ja, fliegen könnten, um das anzugreifen. Wir müssen erstmal Fuck Bay holen. Dann hier rüber, dann darüber. Also wir müssen insgesamt 4 Planeten einnehmen und dann noch hier gegen die Roboter 5 Planeten verteidigen. Das ist eine Menge Arbeit, wie ich eingänglichst schon sagte. Das könnte zeitlich sehr knapp werden, glaube ich. Man könnte jetzt noch weiter ins Detail gehen und da gucken, was diese hier Elder was 2 Companion oder was, wie die Internetseite da heißt. Da sind ja noch diese ganzen Daten mit drin, wie die Verteidigungswerte auf dem Planeten aussehen und Verfallsrate und keine Ahnung, was für Zeug noch, ne? Das schenken wir uns. Es hilft ja alles nichts. Wir müssen es ja machen hier, ne? Also Martha Bay, 5 Angriffe gegen die Bots und dann 3 Planeten hier drüben holen. Da bringen uns die Werte halt auch nicht besonders viel von der anderen Internetseite. Ja. Also es gibt, glaube ich, nicht unbedingt einen klügeren Weg, das anzustellen, als einfach voll drauf. Und ballern. Viel ballern. Ja, naja gut, ich bin dann wieder weg. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Bin ich ehrlich. Aber bis zum nächsten Mal. Haut rein.